Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Familienvlog von und zu Lumelowu. Wir haben Montag, Louis im Kindergarten und ich habe nach dem Kindergarten endlich mal wieder mit meiner lieben Nachbarin Katrin, schon ewig nicht mehr gemacht, einen Kaffee gezischt. Danach bin ich in die Badewanne gegangen und habe es mir richtig gut gehen lassen. Und jetzt fahre ich gleich los zu Lidl, weil ich da in den Prospekten gesehen habe, die haben ein paar coole Schnabulansis für Weihnachten und da will ich schon ein bisschen was holen, denn viele von euch werden es mitbekommen haben und viele, die uns auf Instagram folgen, haben es natürlich auch schon uns kommuniziert quasi, die sich das gemerkt haben. Wir wollten ja eigentlich über die Weihnachtsfeiertage nach Österreich fahren. In der momentanen Situation natürlich ein gewagtes Vorhaben, aber wir haben gedacht, naja, no risk, no fun. Vielleicht klappt es ja und es beruhigt sich alles wieder. Dies hat es leider nicht getan und das Hotel hat von allein storniert. Zumal wir ja nur 4 Tage gefahren wären und hätten davon 10 Tage in Quarantäne gemusst. Also bei Einreise schon 10 Tage, gibt ja absolut überhaupt keinen Sinn, wenn ich nur 4 Tage bleiben würde. Deswegen bleiben wir jetzt hier im Headquarter und machen es uns so gemütlich, wie es nur geht. Und da gehört natürlich schon auch Schnabulansi dazu. Wir feiern tatsächlich nur zu dritt. Das hat zum einen den Grund, weil wir es einfach mal machen wollen. Wir lieben unser Weihnachtsbimbamborium mit all unseren Verwandten, Freunden und natürlich der Family. Aber wir wollen es tatsächlich dieses Jahr mal ruhig angehen lassen. Und deswegen waren wir am Überlegen oder wollten wegfahren. Klappt jetzt nicht und trotzdem feiern wir nur zu dritt. Also ich habe quasi meiner Familie hier vor Ort auch schon Bescheid gesagt, wir feiern auch nicht mit euch. Lasst uns in Ruhe. wir wollen einfach mal an den Weihnachtsfeiertagen den Tag so gestalten, wie wir das wollen. Also das ist jetzt kein Vorwurf für unsere Familienmitglieder, die dieses Video auch sehen. Aber nichtsdestotrotz hat man an den Weihnachtsfeiertagen schon auch einige, naja, sagen wir mal, feierliche Verpflichtungen. Und es ist dann schon so, dass wir halt um 9 den Wecker stellen müssen, dass wir um 13 Uhr irgendwo im Restaurant sitzen können. Oder wir halt um 9 den Wecker stellen müssen, weil wir unser Essen hier vorbereiten müssen. Und dieses Jahr wollen wir es einfach mal probieren, wie chillig oder auch im schlimmsten Falle wie langweilig es wird, wenn wir ja vielleicht um 13 Uhr noch unseren Schlafanzug anhaben, zu dritt mit Cornflakes auf dem Sofa hocken und einen Weihnachtsfilm glotzen oder so. Also wir wollen es einfach mal ein bisschen anders gestalten. Nach Weihnachten können wir euch dann ein Feedback geben, ob wir sagen, immer wieder nur noch so oder oh mein Gott, war das langweilig. Aber wie gesagt, die momentane Situation lässt es ja sowieso anders, naja, kaum zu, dass wir in so einem Rahmen feiern könnten, wie wir eigentlich feiern wollen würden. Von daher ist es jetzt auch gar nicht so schlimm und ich muss sagen, Flo, ich und auch Luna freuen uns unwahrscheinlich auf die intensive Zeit zu dritt. Ja, aber weil wir es uns eben trotzdem so schön wie möglich machen wollen, gehört da natürlich auch einiges zum Schnabulanzen hinzu. Und ihr müsst euch ja mal vorstellen, dieses Jahr ist es ja dieses Weihnachten so, dass eigentlich keiner wegfährt oder sehr wenige Leute wegfahren. Die bleiben ja alle zu Hause. Und wenn sie zu Hause bleiben, müssen sie ja einkaufen. Also was meint ihr denn, was da vor den Weihnachtsfeiertagen los ist? Und jetzt darf ja auch wieder nur eine bestimmte Anzahl von Menschen in die Supermärkte. Deswegen versuche ich gerade so Tiefkühlzeug und vorher jetzt schon besorgen, weil unser Samsung Side by Side ja doch relativ große Lagerkapazität hat. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen und eigentlich habe ich mein Teewasser kochen lassen. Das war jetzt auch schon soweit, weil ich euch noch eine Empfehlung abgeben wollte. In ungefähr 14 Tagen ist einfach mal schon Heiligabend und der eine oder andere von euch ist vielleicht noch auf der Suche nach tollen Geschenken und da muss ich echt sagen, hat Fitvia dieses Jahr wieder einen unwahrscheinlich tollen Christmas Shop. Also mit richtig feinen Sorten, die euch Weihnachten nur so um die Nase und natürlich auch Geschmacksknospen hauen. Also richtig, richtig tolle weihnachtliche Teesorten. Der Flo und ich schlürfen schon wieder ohne Ende. Ich habe mir jetzt auch was zubereitet, nämlich den hier Christmas Punch Body Tea, der sich für mich als Favorit rauskristallisiert hat, muss ich sagen. Ihr wisst ja, ich habe immer dann doch meine Favoriten. Bei den bärigen Tees ist es ja immer noch mein heißgeliebter Cherry Body Tea. Aber bei den Weihnachtstees ist es wirklich der, weil er tatsächlich schmeckt wie Punsch. Also er schmeckt ja nach Glühwein, nach Punsch. Er riecht auch so. Also wenn ihr reinriecht, auch eine Note von Zimt,
voll mega lecker. Ich könnte mir vorstellen, man könnte ihn vielleicht auch pimpen, indem man dann noch ein bisschen was Alkoholhaltiges mit rein kippt und sich dann quasi wie so einen Glühwein draus macht. Sehr, sehr lecker. Ein absoluter Favorit, aber es gibt noch andere Wintersorten. Auch den hier finde ich sehr fein für die Girls und Boys da draußen, die so süßliche Tees sehr gerne mögen. Den Almond Caramel Body Tea. Auch ein super leckerer Tee. Der Name verrät es natürlich. Caramel en masse. Auch, also er erinnert mich auch, beziehungsweise eigentlich alle Tees, die jetzt in den Christmas Shops sind, wenn ihr die Augen zumacht und reinriecht, seid ihr tatsächlich auf einem Weihnachtsmarkt. Diese Gerüche von den Gewürzen, das Süßliche vom Karamell, dann gibt es nämlich auch noch einen Cotton Candy Beauty Tee. Wirklich, als würdet ihr vor einem Zuckerwattestand auf dem Weihnachtsmarkt stehen und alle da draußen wissen, es gibt dieses Jahr nicht die Weihnachtsmärkte, wie sie wir eigentlich kennen, vor dieser momentanen Situation. Da könnt ihr euch einfach zu Hause dieses Weihnachtsmarkt-Feeling einfach nach Hause holen. Ebenfalls ein Cinnamon Body Tea für alle, die auf Zimt stehen. Nicht jeder tut das. Ich schon. Ich mache ja sogar Zimt in meine Bolognese mit rein, wenn ich koche. Weil es dann so was Orientalisches bekommt. Nur mal so als kleiner Tipp. Aber auch der, auch ein sehr, sehr feiner Weihnachtstee. Und die findet ihr alle im Christmas Shop, im diesjährigen Christmas Shop. Denn es ist ja auch Teesember, möchte ich mal hier behaupten. Also sprich, gerade die Jahreszeit, wo man sehr viel Tee schlürft. Und das machen wir wirklich sehr, sehr gerne. Absolut leckere Tees, nicht nur die, sondern auch noch ein Haufen anderer mit sehr, sehr schönen Geschenkideen. Zum einen auch eben die Glasbottle in Gold mit diesen Goldflitter. Ein ganz tolles Geschenk zum Verschenken. Es gibt jetzt aber auch ein neues Modell, das blende ich euch mal hier als Buiderl ein. Und ich habe natürlich auch wieder einen mega coolen Rabattcode, der sich wie folgt nennt. Der Rabattcode heute lautet LUMEGIFT und mit dem kriegst du ab einem Bestellwert von 69 Euro 4 aus 8 Free Gifts dazu. Also du kannst dir 4 Gratisgeschenke noch mit in deinen Warenkorb packen. Das heißt, du kaufst tatsächlich für deine Mama, für deinen Papa, für deine Schwester, Bruder, Bestie, Tante, Onkel, Oma, wer auch immer, im Christmas Shop was ein. Oder natürlich auch für dich selber, denn es ist auch sehr, sehr wichtig, sich selbst mal zu beschenken, sich selbst mal was Gutes zu tun. Und wenn du den Einkaufswert von 69 Euro erreichst, kannst du dir nochmal 4 Gratisprodukte on top in den Warenkorb packen und zahlst dafür 0, nada. Das heißt, entweder du vergrößerst dann einfach dein Geschenk für deine Mama, indem du ein richtig krasses Paket dann zusammenstellen kannst und natürlich unwahrscheinlich dafür Spaß, oder du kaufst dir was, bekommst was dazu, oder du kaufst jemanden anderen was und bekommst dann gratis was dazu, also wie ihr eben wollt. Um es jetzt nochmal zusammenzufassen, weil ich glaube ich jetzt ein bisschen wirr geredet habe, aber you know what I mean, ihr wisst schon wie ich das meine. Wenn ihr für 69 Euro bei Fitvia einkauft, kannst du dir 4 aus 8 gratis Sachen mit in deinen Warenkorb legen lassen, wenn du meinen Code verwendest, der sich nennt LUMEGIFT. Viel Spaß beim Shoppen, Leute. Ich bin zurück, meine Lieben. Und zieh mir gerade noch meinen letzten Schluck Tee rein. Ich war einkaufen bei Lidl und bei Aldi. Wir sind ja keine Lidl-Einkäufer. Ich weiß auch wieder mal, warum. Beim Prospekte-Goggern habe ich eben was entdeckt, das wollte ich haben für unser Weihnachtsessen. Das habe ich auch mehr oder weniger gekriegt. Und ja, dann habe ich einfach irgendwie so eine Blitzeingebung gehabt. Das ist bei mir sehr oft und habe dann irgendwie schon ein bisschen so für die Feiertage auch mir überlegt, was wir essen könnten. Also ich habe jetzt quasi Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag abgedeckt und habe da schon mal was mitgenommen, was jetzt teilweise auch eingefroren wird. Und dachte mir, hey, ich mache einen Food Haul. So erste Erledigungen, Besorgungen für das Weihnachtsschnabulansi. Ich zeige es euch jetzt durcheinander. Die große Anzahl war aber tatsächlich bei Aldi. Und zwar habe ich da mal Wein mitgenommen. Unser Giraffenwein, ein African Rock, oder African Rock nennt sich der. Cabernet Sauvignon, allerdings aus diesem Jahrgang. Ich bin gespannt. Den nennen wir Giraffe und er hat jetzt ein neues Etikett bekommen. Ich hoffe, er schmeckt trotzdem. Und absolute Weinempfehlung aus dem Aldi, der kostet nicht viel, 3, 4 Euro, keine Ahnung. Aber wir sind ja der Meinung, guter Wein muss nicht immer teuer sein. Wir hatten schon sehr, sehr teure Weine hier bei uns im Headquarter.
und waren jetzt nicht so überzeugt. Aber mit dem macht ihr nichts verkehrt. Das ist der Bordeaux Supérieur im Barrique-Fass gereift. Der ist wirklich sehr, sehr delikat. Das kommt jetzt gleich bei mir hier in den Weinkühlschrank, den wir ja haben. Und wir bleiben bei der Riege Getränke. Ihr wisst ja, wir trinken eigentlich nur Wasser oder mal eine Saftschorle oder so. Also so Süßgetränke gibt es bei uns eigentlich nahezu gar nicht, außer wir feiern irgendwas oder erwarten Gäste. Aber über die Feiertage habe ich mir gedacht, ach ihr lieben Familienmitglieder der Lomelovo-Bande, eine Flasche Cola, eine Flasche Mezzomix, eine Flasche Fanta. Luna bekommt ab und an mal Gläschen Limo und freut sich da sehr, sehr dolle drüber. Es ist nicht so, dass wir das extrem streng handhaben, aber die trinken noch lange genug irgendwelche Süßbab-Getränke und dann muss ich es nicht im Überfluss mit 5 Jahren schon tun. Ebenfalls bei Lidl aus der Riege Getränke, und das ist jetzt schon ein bisschen so, das ist wieder so ein typisches Stäf-Ding, denn manchmal kann ich auch sehr dekadent sein. An Weihnachten, auch wenn es eine Plastikflasche ist, kommt bei uns San Pellegrino dieses Jahr auf den Tisch. Allerdings muss ich zu meiner Verteidigung sagen, das war tatsächlich im Angebot, sonst hätte ich es nicht mitgenommen. Aber ja, so für Heiligabend ein San Pellegrino. Die Flasche ist trotzdem formschön, auch wenn sie aus Kunststoff ist. Aus dem Tischchen, auf dem Tischchen finde ich ganz cool. Und deswegen dürft's mit. Dann habe ich mitgenommen unsere Pimp My Pizza, diese Pizza. Das ist die ja. So sieht die aus. 3 Steinofenpizza Salami. Und die pimpen wir uns dann eben immer auf, indem wir ja, alles draufschmeißen, auf was wir noch so Lust haben. Für die Feiertage vorgesorgt im, ja, zum Thema Brötchen. Hier unsere Goldstücke von Poppenrad und diese, die haben wir ganz gerne, weil unser Plan eben ist, dass wir üppig frühstücken, mal richtig schönes Christmas-Frühstück machen und dann war es das erstmal, bis wir dann halt irgendwann mal im Laufe des Tages Lust haben zu kochen und dann halt unser Weihnachtsmahl zubereiten sozusagen. Also zumindest an den Feiertagen ist das so. Für Luna habe ich Naturjoghurt mitgenommen. Den muffelt sie total gerne. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum, weil das sehr, sehr gut für ihre Verdauung ist. Nichtsdestotrotz habe ich ihr und auch mir, weil ich mag sie auch sehr gerne, Fruchtzwerge, Weihnachtszwerge heißen die. So ein 12er-Pack war im Angebot, sonderplatziert bei Aldi. Dann habe ich meinem Kind warme Socken mitgenommen. Ebenfalls aus dem Angebot der Woche sind die nicht niedlich. In Größe 27-30. Ja, so richtig schöne dicke Socken. Also jetzt nicht hier an die Rutsch, aber richtig schöne dicke Socken. Ja, Suppengrün. Heute gibt es Reste. Unter anderem eine Zucchinisuppe. Dann frische Backhefe, Frischbackhefe. Ich möchte später wieder ein glutenfreies Brot backen. Das schmeckt uns einfach so fein. Also auch wenn man keine Probleme mit glutenhaltigen Lebensmitteln hat, ist dieses Brot einfach mega fein. Dann runtergesetzt im Angebot halt bei Lidl. M&M's habe ich einmal in Peanut mitgenommen zum Soßenabolanzen. Mag ich voll gerne, obwohl ich eigentlich nicht so der Schokoladenfreak bin. Und einmal in Chocolate. Und ich habe mir überlegt, wir wollen ja wirklich also die Weihnachtsfeiertage und auch die Zeit danach, ich habe ja dann auch noch ein bisschen Urlaub, richtig krass intensiv genießen. Und ich denke, da werden wir auf jeden Fall mal Cookies backen, die Lu und ich, das liebt sie ja. So, warum war ich bei Lidl, bevor ich mich hier wieder in meinen Stäfgelaber-Dingern verstricke? Heiligabend, es gibt Surf and Turf bei uns, das hat sich rauskristallisiert als ist mir letztens so bewusst geworden, als Lomelovo'sche Weihnachtstradition. Es gibt tatsächlich seit 2015, und das ist jetzt dann nunmehr 5 Jahre, an Heiligabend immer Rinderfilet als Hauptgang. So auch dieses Jahr. Und da gab es sonderplatziert im Heftchen von der Deluxe, also von dieser Gourmet-Serie, Spargel im Speckmantel. Und das fand ich sehr interessant. 6 Stück. Aber, weil Flo und ich sowas total gerne essen, habe ich einfach noch als Backup Prinzessbohnen im Speckmantel mitgenommen. Und als Beilage gibt es für dieses Rinderfilet, das wir, denke ich, noch beim Metro besorgen werden, Kartoffelgratin. Und das war dann wieder so ein Lidl-Effekt. Ich wollte eigentlich zweimal das normale Kartoffelgratin. Aber wenn es in der Sonderplatzierung ist, früh um 11 gibt es nur noch ein einziges. Da hatte ich jetzt auch Glück. Deswegen habe ich jetzt als Alternative eine Packung mit herzhaften Brokkoli-Röschen. Und jeder von uns mag Brokkoli, sogar Lu, mitgenommen. Ah, und für unser Surf and Turf
Black Tiger Garnelen. Ich glaube, das sind auch tatsächlich nur 2 Stück drinnen, aber das ist schon okay, weil ich denke, Luna mag sowas sowieso nicht. Und da freue ich mich richtig drauf. Das ist ein Riesenteil. Werde ich zubereiten, während Flo dann quasi für das Rinderfilet zuständig ist. Dann war im Angebot 1 Liter haltbare Milch und zwar 3,8%ig, also der perfekte für Milchschaum. Das habe ich jetzt einfach mal so als Backup für die Feiertage mitgenommen, weil da wird ja schon mehr Kaffee getrunken oder auch mal ein Latte Macchiato. Sowas machen wir im Alltag tatsächlich nicht, weil wir zu faul sind, dieses Milchkännchen immer ordentlich sauber zu machen oder auch eventuell dafür keine Zeit haben oder Zeit investieren wollen. Und deswegen gibt es bei uns immer nur Kaffee mit Milch, außer am Wochenende. Da gibt es dann sogenannte Kaffeespezialitäten. Schalotten, eine Packung After Eight, die schenke ich morgen quasi als Nikolaus in meiner Filialleitung, die ich ja unwahrscheinlich lieb habe, meine Filialleitung. Und es gab jetzt aber kein After Eight Nikolausi mehr, deswegen bekommt sie ganz normales After Eight. Das mag die nämlich total gerne. Dann werde ich ihr morgen wieder ein... Nee, morgen nicht. Morgen arbeite ich ja gar nicht mit ihr. Ab Mittwoch, genau, werde ich ihr wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 2 Zucchini für die Zucchini-Suppe, die es heute gibt. Und das war auch im Angebot, mein allerliebstes Lieblingsduschgel im Zweierpack war richtig günstig. Habe ich mir natürlich auch mit eingepackt bei Lidl. Der Alt kann ja schleppen, der Alt. So, des Weiteren habe ich eingekauft Nudeln. Dann hier, oh, ich liebe ihn, TT de Moine. Auf jeden Fall halt dieser sehr leckere Käse. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, dann 2 grüne Äpfel. Luna isst total gerne Apfel zurzeit und ich auch, muss ich sagen. Und das muss ich ausnutzen, weil ich esse eigentlich so kein Obst. 2 Schweinefilet. Am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag, ich denke allerdings eher am 1. Weihnachtsfeiertag, wird es Schweinefilet geben. Also Rahmländchen mit Spätzle. Lu liebt Spätzle. Deswegen habe ich auch 2 Packungen Spätzle gekauft. Das Fleisch werde ich allerdings noch einfrieren, dass dem nichts passiert. Die Spätzle sind safe, die sind bis zum 3.1. haltbar. Aber das wirst du halt schon mal zu Hause haben. Und ich dann vor Weihnachten, wenn alle durchdrehen, wirklich nur noch bam, einmal weg, zack, 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 ein paar frische Sachen und dann bin ich safe, Leute. Und kann es einfach richtig locker angehen lassen, im Gegensatz zu euch, die vielleicht dann irgendwelche riesigen Listen abarbeiten müssen in diesem Chaos. Man hat nämlich heute auch schon gemerkt, dass die Leute einfach nur noch genervt sind. Hilfe, ja, und das seid ihr bei mir leider an der falschen Adresse, weil ich schon so jemand bin, wenn ihr mich nervt beim Einkaufen, drehe ich mich rum und frage, seid ihr auf der Flucht? Sind sie auf der Flucht oder was? Und wenn du dann antwortest, nee, wieso? Oder irgendwie so, also ne, da bin ich schon, wenn da bei mir mal ein Punkt erreicht ist, kannst du von mir auch einen Spruch haben beim Einkaufen. Ja, dann habe ich Kochschinken gekauft und es gibt auch jetzt diese krummen Dinger, also sprich beim Aldi, das ist ein bisschen günstiger wie der normale Kochschinken vom gleichen Hersteller, aber das sind halt so zerrupfte Scheiben, die man so fürs Auge nicht mehr verkaufen kann. Aber der Schinken kommt ja nicht ins Auge, sondern der kommt in meinen Magen. Und da wir sowas dann sowieso meistens zu Schinkennudeln verarbeiten oder auf einem Brötchen mümmeln mit einem Spiegelei obendrauf, ist mir das ja furzpieps egal, wie der aussieht. Genau, dann mein All-Time-Favorite, Ziegenfrischkäse im Speckmantel. Heute gibt es noch Salat. Also ich erzähle es euch jetzt im Laufe des Tages, was es heute alles noch zu essen bei uns gibt. Frischkäse habe ich jetzt allerdings gerade gesehen, haben wir noch, aber egal. Dann haben wir eben 2, der hält sich ja bis Februar. Hallo Konservierungsmittel. Parmesan, ein absolutes Basic bei uns im Hause. Dann ebenfalls zum Einfrieren schon mal 6 Rouladen für die Rouladen, die ich dann am 2. Weihnachtsfeiertag für meine Familie zum Essen, also für Flo und Lu, zum Essen kredenze. Denn die sollen bei uns immer eine Nacht in der Soße durchziehen, da schmecken die noch geiler, wie wenn man sie macht und dann gleich isst. So, hier habe ich unbedingt gebraucht, Spülmaschinentabs, da habe ich tatsächlich immer die günstigen vom Aldi und fahre mit denen am allerbesten. Also die schneiden bei mir besser ab wie die teuren. Leona essen wir immer. Dann ja, dieser Gourmet-Rohschinken fett reduziert, das ist ja auch so ein Lomello-Basic von uns. Dann nochmal Äpfel.
Dann habe ich für die Lu Fischstäbchen mitgenommen. Das können wir dann nach den Feiertagen oder so machen. Mal Kartoffelbrei mit Fischstäbchen, sowas liebt mein Kind ja auch. Zwei rote Äpfel. Dann hier wieder Almigurt Dupe, Almigurt Stracciatella. Esse ich zurzeit sehr gerne. Die Lu hat sich da anscheinend ein bisschen dran satt gegessen. Aber egal, dann mümmel ich sowas. Ihre heißgeliebte Salami. Ich glaube, die habe ich aber noch zweimal da reingeschmissen. Irgendwo wird es auf jeden Fall noch sein. Das braucht die Lu immer. Ja, Kondensmilch, das ist eine Basis meiner Rahmländchen. Habe ich jetzt halt schon mal mitgenommen. Dann haben wir WC-Reiniger gebraucht. Eigentlich habe ich da ja immer die WC-Ente, aber ich komme jetzt nicht in Läden, wo es die Original-WC-Ente gibt. Pril, Spülmittel war leer. Ja, dann Sahne, da habe ich auch ein paar Packungen. Serrano-Schinken. Gott, ich frühstücke zurzeit so gerne Serrano-Schinken mit Gallia-Melone oder Honigmelone. Da könnte ich euch eine ganze Melone und zwei Packungen von den Schinken essen, ohne Mist. Ah, hier, die zweite Packung Salami von Lu. Dann absolutes Basic, weil es bei uns in sehr vielen Soßen als Grundlage auch reinkommt, sind gehackte Tomaten aus der Dose. Mandarinen. Mein Magen ist momentan anscheinend so fit, dass er tatsächlich auch Mandarinen-Zitrusfrüchte verträgt. Ich liebe Mandarinen in der kalten Jahreszeit zu essen und ich muss auch echt sagen, ich liebe es auch, wenn ich dann zum Beispiel Flo küsse oder Luna küsse und die haben eine Mandarine gegessen oder wenn meine Hände nach Mandarinen riechen, das finde ich so Christmas-Feeling, ohne Spaß. Ja, deswegen Mandarinen. Ihr seht schon, ihr blutet wahrscheinlich schon wieder aus den Ohren wegen meinem allseits bekannten Steffgelaber. Zweite Packung von den Ziegenfrischkäsetalern im Speckmantel. Ja, wie gesagt, dann Sahne, sowas kann man immer im Haus brauchen. Schon alleine, wenn man mal seinen Nachbarn aushelfen muss mit Sahne. Ne? Feta, All-Time-Favorite auch von Aldi. Wir haben letztens zum Beispiel Brotzeit gemacht und haben uns diesen Feta aus dem Backofen gemacht, den wir eigentlich immer als Grillbeilage oder so essen. War auch richtig delicious. Abends richtig schön mit Brot dann ins Olivenöl reingestippt. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, Spaghetti. Das braucht man auch immer. Und dann, das ist aber noch von Lidl, habe ich zweimal Multivitaminsaft mitgenommen für unser üppiges Weihnachtsgefrühstücke. Und das war's. Und wisst ihr was? Ich glaube, die haben jetzt vor Weihnachten schon wieder die Preise erhöht. Ich habe wieder richtig viel gelatzt. Ich glaube, es war wieder über 100 Euro, wenn man es von den beiden Geschäften zusammennimmt. Wir haben jetzt schon 15 Uhr, genau, 15 Uhr. Ich habe jetzt Lu vom Kindergarten ein paar Minütchen eher abgeholt, weil wir jetzt Zahnarzttermin haben und wir müssen natürlich noch unsere Zähne schrubben. Ich habe jetzt noch ein bisschen was gegessen, denn es ist mir tatsächlich schon einmal passiert, dass ich unerwartet beim Zahnarzt gebohrt werden musste, also sprich dann auch eingespritzt werden musste und hatte vorher nichts gegessen. Und durfte danach ja dann auch nichts essen. Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht beißt. Und dann hat nämlich die Zahnarzthelferin zu mir gesagt, es ist eigentlich immer gut, wenn man vorm Zahnarzt noch mal kurz was isst. Also es ist eigentlich total schlecht, mit nüchternem Magen zum Zahnarzt zu kommen, weil man nie weiß, was passiert. Flo duscht sich jetzt noch. Und ich mache jetzt noch schnell, weil ich puriere. Ach, da ist der Timer schon fertig, das Brot ist fertig. Kleinen Moment, Leute. So, das Zammgepatsche des Brotes, anders kann man es ja echt nicht sagen, hat übrigens 11 Minuten gedauert, weil ich ja vorhin die Kamera habe laufen lassen. Und 11 Minuten, Hallöchen, okay, mit einem Thermi wäre es vielleicht schneller gegangen, aber das war jetzt eine Stunde im Ofen. Und jetzt muss es noch ohne die Backform 10 Minuten. Und dann ist es auch schon fertig. Ja, und ich wollte die Suppe pürieren. Genau, dass die dann auf jeden Fall auch schon mal safe ist. Heute, das wollte ich euch ja noch kommunizieren.
gibt es nämlich aufgewärmte Bolognese mit frisch gekochten Nudeln. Und weil das nicht mehr ganz reicht, um drei Lumelovu, Münder zu stopfen, gibt es vorneweg noch eine Zucchini-Suppe à la Steff aus dem Krupsi, weil es auch so herrlich einfach ist. So, die Luna will jetzt erst nochmal ihren Blutdruck gemessen bekommen. Das findet sie zurzeit total spannend. So, dann machen wir das wieder Kinderarzt am Bein. Rein mit dem Stinkerfuß. Hat die Batterie ist ja leer, hoffentlich geht's jetzt noch. Das Geile ist, dass ich eigentlich auch Karotten mit rein habe und Sellerie und so. Und jetzt ist es auch gar keine klassische Zucchini-Suppe in grün, sondern sie ist eigentlich so hellgelb geworden. Schmecken tut sie fein. Ein paar Feinheiten fehlen noch. Aber dann ist es anscheinend doch einfach nur eine, Gemüsesuppe. So, wir sind zurück im Headquarter. Die Luna wollte natürlich nach dem Zahnarzt gleich wieder was mupfeln und keiner aus der Lumelumu-Bande hat ein Loch. Sehr zufrieden mit unseren Zähnen der Zahnarzt. Und was hat er zu dir gesagt? Dass ich noch einen Wackelzahn habe. Die Luna hat schon wieder einen Wackelzahn, den zweiten Wackelzahn. Unten, neben dem, wo sie ihren neuen Zahn schon bekommt, da war er auch ganz erstaunt. Aber er hat halt gesagt, die Luna ist anscheinend eher dran wie andere Kinder, ne? Zeig mal deinen Zahn, deinen Wackelzahn. Ja, genau. So, als allererstes... was haben wir heute für ein Datum? 7.12., oder? Mhm. Machen wir deine Essensbestellung für den Kigi nach den Ferien. So. Entweder, hör zu. Ja? Hey, hast du den ganzen Himbeeren aufgefuddelt? Hast du heute nichts gekriegt im Kindergarten? Heute gab es doch was Leckeres, oder? Ja. Nudeln mit Fleisch und Soße. Nudeln mit Hautkraut. Okay, mit Hautkraut? Mhm. Oder meinst du Blaukraut? Hautkraut. Blaukraut. Mhm. Wie mhm? Nur Fleisch. Fleisch gab es. Ja. Also ich sag dir jetzt immer zwei Essen und du sagst, was du haben willst, okay? Mhm. Gemüseeintopf mit Wienerle und Brot. Reisbrei mit Kompott. Mhm. Dann streich mal beide. Schlemmerfilet mit Kartoffelbrei und Salat oder Rührei mit Spinat und Kartoffeln? Rührei, Spinat, Kartoffeln. Hm. Yeah, you got handy you want. And yet you got the land on a Christmas post. Kannst du ein Weihnachtslied? Ja. Na, dann sing mal eins. Oh, Nikolaus, Nikolaus, abends früh und da. Mit seinem Zauberstab, einmal Busch und einmal Busch, so galoppieren die Rentiere los. Wieder viel zu spät heute irgendwie alles. Ich muss jetzt noch was auf Insti-Pinsti posten. Ja, Ziegenkäse im Speckmantel, Bolognese von, wann war das? Vorgestern, gell? Ja, und Nudeln von heute. Und eigentlich eben noch eine, Zucchini-Suppe, aber nennen wir sie lieber Gemüsesuppe. Der Fluschner, jetzt willst du wohl Brot dazu essen? Oh Mann, ey, ich muss euch wieder mal zeigen, wie, ohne Witz, wie, ja, ich muss hier mal weg, ist zu laut, geilo das glutenfreie Brot wird. Schaut euch mal diese Scheibe an, das sieht aus wie ein gekauftes Brot, ne? Und ich sag's euch, das schmeckt so lecker. Mittlerweile improvisiere ich sogar bei diesem Brot, mache ein bisschen noch Chiasamen mit rein und noch nicht die ganze Menge an Kürbiskernen dafür, an Sonnenblumenkernen, dafür mache ich ein paar Kürbiskerne, einfach so, weil die auch mal weg müssen. Voll lecker, obwohl es glutenfrei ist, wie sich das anhört. Aber für alle Glutenis unter euch. Mega fein.
wie das meine liebe Julie vom Kanal Pinche Pesa immer zu sagen pflegt. Wir machen jetzt Feierabend. Bei uns heißt es, Elternzeit fängt an. Und da freuen wir uns jetzt drauf, zusammen auf dem Sofa kuscheln. Was macht ihr denn da hinten? Oh nee, Paul ist verletzt. Ja, ich hoffe natürlich, der Vlog heute hat euch gefallen. Was ich euch noch fragen wollte, was kocht ihr denn so an Weihnachten und an den Feiertagen? Was gibt es dieses Jahr bei euch zu essen und zu trinken und zu schnabulanzen? Und vergesst natürlich auch nicht den wirklich wunderschönen Christmas Shop von Fitvia. Ich klatsche euch mal alles unten in die Infobox, den Link und auch den Rabattcode. Shoppt da für eure Lieben oder auch für euch selber. Ja. Alles, was heute passiert ist, hast du in diesem Video gesehen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Nein, Spaß beiseite. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der auf unserem Kanälchen vorbei glotzt und ein Lumeluianer wird. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in einem der kommenden Videos wieder. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüssi, bis zum nächsten Mal.